Morgen vom Berliner Ostbahnhof um 6.20 Uhr. Es ist Winter geworden in Berlin und damit willkommen zur ersten Folge einer Serie über die Handlungsorte des Romans Konspirative Liebe. Etwas ungeplant, weil die erste Folge war eigentlich in Berlin angedacht, geht es dazu in ungefähr 20 Minuten mit dem Interregio Express in die Hansestadt Hamburg. Dieser Bahnhof wurde im Jahr 1842 als Frankfurter Bahnhof eröffnet und trägt den Namen Ostbahnhof bereits zum zweiten Mal in seiner Geschichte. Seit dem 31. Mai 1987 ist der Ostbahnhof mit Elektrolux erreichbar, damals zunächst nur von Osten aus. 1987 wurde auch ein durchgreifender Umbau abgeschlossen, an dessen Ende die Umbenennung in Berlin Hauptbahnhof zum 15.12.1987 stand. Die Hauptstadt der DDR sollte damals unbedingt ihren Hauptbahnhof bekommen, ungeachtet der Tatsache, dass zu jener Zeit die meisten Fernzüge von und nach Lichtenberg fuhren. In den 1990er Jahren erfolgten weitere Umbauten. Am 24. Mai 1998 erfolgte die Rückbenennung in Ostbahnhof. Vor dem Hintergrund des damals am alten Lehrter Stadtbahnhof entstehenden neuen Hauptbahnhofes. Das ist natürlich noch nicht der Zug nach Hamburg, sondern ein Intercity nach Amsterdam. Der Zug nach Hamburg wird erst in etwa 15 bis 20 Minuten von diesem Bahnsteig fahren. Der Interregio Express, kurz IAE, von Berlin nach Hamburg fährt seit dem 14. April 2014
und bietet eine preisgünstige Alternative zum Intercity Express. Wie in den 1980er Jahren die Transitzüge dient er ausschließlich dem Verkehr zwischen Berlin und Hamburg. Heute allerdings können ihn die Bürger aus dem Ostteil der Hauptstadt ebenso benutzen wie jene aus dem Westteil. Anders als die damaligen Transitzüge werden wir heute über Stendal, Salzwedel und Uelzen nach Hamburg fahren. Dabei werden wir insgesamt 309 Kilometer zurücklegen. Die Transitzüge zwischen West-Berlin und Hamburg dagegen nahmen ab Berlin-Spandau den Weg über Nauen, Wittenberge, Ludwigslust, Spanheide und Büchen. Dabei legten sie nur 295 Kilometer zurück. Spanheide war der Grenzbahnhof der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Wir erreichen den Bahnhof Berlin-Friedrichstraße. Hier ohne Halt durchzufahren, war am einstigen Grenzbahnhof bis 1990 unvorstellbar. Am mittleren Bahnsteig, den wir hier passieren, endeten einst die S-Bahnen aus West-Berlin. Die Fernzüge hielten am Bahnsteig dahinter und wurden von den Grenzorganen der DDR kontrolliert, bevor man zusteigen durfte. Die damalige weiße Linie auf dem Bahnsteig durfte erst nach Freigabe überschritten werden. Der Berliner Hauptbahnhof, wie wir ihn jetzt sehen, wurde am 28. Mai 2006 offiziell eröffnet. Er besteht aus einer Stadtbahnebene mit den Gleisen 11 bis 16, wo wir jetzt halten, und aus einer Tiefebene mit den Gleisen 1 bis 8. In der Tiefebene befindet sich auch der Bahnsteig der U-Bahn-Linie 55. Bis zum Ende der 1990er Jahre befand sich an dieser Stelle der Lehrter Stadtbahnhof. Der war nur eine S-Bahn-Station, aus Richtung Friedrichstraße kommend die erste in West-Berlin. Zu jener Zeit war der Ostbahnhof noch der offizielle Hauptbahnhof Berlins. Im Februar 1993 gewann das Büro Gerkan, Mark und Partner den Architektenwettbewerb für die Errichtung des neuen Gesamt-Berliner Hauptbahnhofes. Baubeginn war im Jahr 1995. In den folgenden 11 Jahren wurde der alte S-Bahnhof komplett beseitigt und die Trasse der Berliner Stadtbahn in diesem Bereich um einige Meter nach Süden verschwenkt.
In den 1980er Jahren war der Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten der wichtigste Fernzughalt im damaligen West-Berlin. Mit der Eröffnung des neuen Berliner Hauptbahnhofes wurde Zoologischer Garten am 26. Mai 2006, inzwischen also vor 8 Jahren, zum Regionalzughalt. Formal ist der IAE nach Hamburg zwar auch ein Regionalzug, wird aber in der Öffentlichkeit mitunter als Fernzug wahrgenommen. Er hat, wie die einstigen Transitzüge, Verkehrshalte in Berlin Zoologischer Garten und Spandau. Berlin-Spandau. Auch hier sehen wir heute nicht mehr den Bahnhof, an dem die Transitzüge Berlin-Hamburg in den 1980er Jahren hielten. An dessen Stelle befindet sich jetzt der am 30. Dezember 1998 eröffnete S-Bahn-Haltepunkt Stresow. Der heutige S- und Fernbahnhof Spandau war früher der S-Bahnhof Spandau-West. An der Klosterstraße, unweit vom Spandauer Rathaus, wurde bereits am 15. Juli 1910 der Spandauer Vorortbahnhof eröffnet. Noch im selben Jahr wurde er in Spandau West umbenannt. Vom August 1928 bis September 1980 endete auch die S-Bahn in Spandau West. Der neue Bahnhof wurde, wie der neue Berliner Hauptbahnhof, vom Architektenbüro Berkan, Mark und Partner entworfen und zwischen 1996 und 1998 errichtet. Seit dem 30.12.1998 fährt die S-Bahn wieder hierher. Deren Bahnsteig befindet sich auf der anderen Seite dieses Zuges. Hier ein Blick auf die Kursbuchkarte der Deutschen Reichsbahn zum Jahresfahrplan 1987-88. Der Weg der früheren Transitzüge und heutigen ICE-Züge zwischen Berlin und Hamburg über Schwanheide ist orange eingezeichnet. Die grüne Linie zeigt den Weg unseres IAE 18596 über Stendal und Salzwedel. Die heutige Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und dem Abzweig Staffelde bei Stendal gab es damals noch nicht. Sie verläuft parallel zur Altstrecke der Lehrter Bahn, auf der hier die grüne Linie eingezeichnet ist. Die Strecken in der Bundesrepublik Deutschland wurden auf den Reichsbahnkarten nicht dargestellt.
sind hier auf der eingleisigen Strecke zwischen Stendal und Salzwedel unterwegs. Da, wo wir jetzt eben durchgefahren waren, das war Bunau-Packebusch. Sagt wahrscheinlich kaum jemand etwas, mir hat es auch nichts gesagt. Bis kurz vor dieser Reise. Jetzt kommt noch Fletmark, Pretz hier und dann sind wir in Salzwedel. Zu DDR-Zeiten endete diese Strecke in Salzwedel. Der Abschnitt von Salzwedel über Bergen Dumme, Niedenbergen, Schneger nach Uelzen wurde erst nach der Wende wieder aufgebaut. Das ist ein GPS-Empfänger. Ich versuche mal das scharf zu stellen. Das wackelt hier jetzt natürlich ganz schön bei 120 km/h. Wir hatten gesehen, diese Strecke wird ausgebaut. Wir müssen jetzt hier ab und zu mal bremsen durch die Langsamfahrstellen an den Stellen, wo wirklich gebaut wird. An den anderen Stellen fahren wir hier mit bis zu 160 km/h. Das war natürlich nicht immer so. Also ist das, die Hintergrundbeleuchtung ausgegangen. Das war natürlich nicht immer so. Zu DDR-Zeiten hatte diese Strecke ja untergeordnete Bedeutung. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 100 km/h und diese Strecke war auch nicht elektrifiziert. Heute braucht man diese Strecke als Umleiterstrecke auch für Intercity-Express-Züge, wenn diese nicht über Ludwigslust, Spanheide, Büchen fahren können. Ansonsten fahren hier viele Güterzüge, fahren Regionalzüge im Stundentakt über Salzwedel nach Uelzen und von Uelzen dann wieder zurück Richtung Magdeburg. Und dann eben auch solche speziellen Züge wie der Tageszug von Berlin nach Hamburg. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann sind wir in Salzwedel. Und in Salzwedel fahren wir dann quasi auf den wieder aufgebauten Abschnitt rüber, auf Deutsch gesagt, in den Westen nach Uelzen. Aber es dauert noch einen kleinen Moment. Wir müssen erstmal in Salzwedel halten. Ich gucke gerade mal, wann das sein soll. Wo ist Salzwedel? Ja. 8.38 Uhr bis 8.41 Uhr. In 3 Minuten sollen wir da halten. Salzwedel liegt nicht weit entfernt von der ehemaligen Grenze der DDR zur BRD. Demzufolge war hier zu DDR-Zeiten natürlich auch wesentlich mehr los. Es gab hier viel Transportpolizei, man konnte also hier nicht ungesehen über den Bahnhof laufen.
und schon gar nicht fotografieren. Das war also alles sehr risikobehaftet. Nach der Wende wurde der Bahnhof umgebaut. Man sieht hier schon moderne Bahnsteigdächer. Aber wenn man genau hinguckt, im Hintergrund kann man noch das alte Empfangsgebäude erkennen. So, jetzt geht es weiter. Das ist 8.41 Uhr. Und jetzt geht es auf die Strecke, die nach der Wende wieder aufgebaut wurde. Also diese recht melodischen Geräusche im Hintergrund, das sind die Anfahrgeräusche von unserem Taurus, unserer Zuglok. Strecke von Stendal nach Uelzen gibt es ursprünglich bereits seit 1873. Sie war damals Bestandteil der Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn. Nach der Aufteilung Deutschlands in die zwei Staaten DDR und BRD und die damit verbundene Grenzziehung wurde die Strecke im Jahr 1945 unterbrochen. Auf DDR-Seite wurde zunächst bis Bergen-Dumme, auf BRD-Seite bis Niedenbergen weitergefahren. Der Bahnhof Bergen lag jedoch nur 1,2 Kilometer von der Grenzlinie entfernt. Am 7. Oktober 1951, exakt zum dritten Jahrestag der DDR, wurde der Zugverkehr von Salzwedel nach Bergen eingestellt. Später wurde zwischen Stendal und Salzwedel das zweite Streckengleis zurückgebaut, laut Wikipedia, weil das Material für die Errichtung des Berliner Außenrings benötigt wurde. Nach der Wiedervereinigung wurde der 36,6 Kilometer lange Abschnitt zwischen Salzwedel und Wieren komplett neu aufgebaut. Die gesamte Strecke Stendal-Salzwedel-Uelzen erhielt den Ausbaustatus einer elektrifizierten Hauptstrecke und wurde als solche im Jahr 1999 in Betrieb genommen. Vorne liefert ein sogenannter Taurus die Zugkraft für den IAE 18596. Der Zug hat keinen Steuerwagen, daher wird die Lok auf der Rückfahrt heute Abend ebenfalls an der Zugspitze und nicht am Schluss laufen. Der Lokomotivtyp ES64U2 gehört zur Fahrzeugfamilie Eurosprinter des Herstellers Siemens. Bei der Deutschen Bahn sind diese Loks rot und tragen die Baureihe Nummer 182. Der Taurus hier ist jedoch gemietet von einer Leasingfirma, die früher zu Siemens gehörte und im September 2006 von der japanischen MRCE-Gruppe übernommen wurde. Die Hausfarbe der MRCE Europe BV mit Sitz in Amsterdam ist schwarz. Offenbar hat DB Regio nicht genug eigene Loks, um den täglichen IAE nach Hamburg bespannen zu können. MRCE hat, der Liste eines Eisenbahnfreundes zufolge, über 50 Maschinen alleine von diesem Typ im Bestand.
Der IRE Berlin-Hamburg besteht ausschließlich aus ehemaligen Interregio-Wagen, die innen auch noch fast komplett ihre Ursprungsausstattung behalten haben. Sehen wir uns gleich mal ein bisschen um in einem solchen Wagen. Der erste Interregio-Zug der Deutschen Bundesbahn fuhr im September 1988. Bis 1992 sollten 962 D-Zugwagen in Interregio-Wagen umgebaut sein. Der Interregio sollte den D-Zug komplett ersetzen. Nach der Wende wurde ab 1990 auch das Netz der Deutschen Reichsbahn in den Interregio-Verkehr einbezogen. Der Interregio war offiziell zwar ein Produkt des Fernverkehrs der Deutschen Bahn, wurde jedoch von DB Regio gefahren. Nach der schrittweisen Ausdünnung des angeblich unwirtschaftlichen Interregio-Netzes wurde das letzte Zugpaar, es verkehrte zwischen Berlin und Chemnitz, am 27. Mai 2006 eingestellt. Einige der ehemals blau-weißen Wagen erhielten anschließend den bei DB Regio üblichen verkehrsroten Außenanstrich und wurden in neu geschaffenen Interregio-Expresszügen eingesetzt. Heute sind diese Wagen die letzten im Regelverkehr eingesetzten Vertreter von Rollmaterial aus der Eisenbahn-Epoche 4, bei dem sich die Fenster noch öffnen lassen und man noch das damalige Gefühl einer Eisenbahnfahrt erleben kann. Nach 306,9 Kilometern und einer Fahrzeit von 3 Stunden und 22 Minuten erreichen wir jetzt pünktlich auf die Minute exakt um 10.04 Uhr den Hamburger Hauptbahnhof. Hier ist Endstation für den IAE 18596. Nachdem die Reisenden ausgestiegen sind, geht es für den Lokführer und den Zugführer mit dem Leerpark gleich noch weiter bis zu einem Abstellbahnhof. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das heutige Äußere der ehemaligen Interregio-Wagen. Nur selten kommt es vor, dass an allen Wagen eines Zuges deutlich sichtbar gleich der Fahrpreis für die Gesamtstrecke in einfacher Fahrt sowie in Hin- und Rückfahrt steht. 19,90 Euro kostet die einfache Fahrt, für 10 Euro mehr geht es auch wieder zurück. Das ist ein Bruchteil des Preises, den man für den Intercity Express zwischen Berlin und Hamburg zahlen muss. Da kostet der Normaltarif für die einfache Fahrt in der zweiten Klasse am heutigen Tag stolze 78 Euro. Der IAE mit seinem dagegen geradezu niedrigen Preis soll jedoch nicht den ICE und damit ein Produkt aus dem DB-Konzern konkurrenzieren, sondern vielmehr die Fernbusse. Seitdem dort der Markt liberalisiert wurde, hat sich Berlin-Hamburg zu einer Rennstrecke entwickelt. Die Busanbieter versuchen, die Kunden mit unter 10 Euro für die einfache Fahrt von der Schiene auf die Straße zu locken. Darauf ist der IAE eine zwar nicht preiswertere, aber auf jeden Fall stressfreie, zuverlässige und bequeme Alternative.
Dieses Urteil rechtfertigt jedenfalls die heutige Fahrt. Hamburg Hauptbahnhof. Das ist ein großer Bahnhof mit 8 Fernbahnen und 4 S-Bahn-Gleisen. Er wurde am 6. Dezember 1906 eröffnet. Seine Halle ist 150 Meter lang und bis zu 114 Metern breit. An den Köpfen werden die Gleise von je einer Brücke überspannt, dem Nordsteg und dem Südsteg. Das Ziel dieser Tour ist ja ein Handlungsschauplatz aus dem Roman Konspirative Liebe, wenngleich auch nur ein Nebenschauplatz. Eine der Personen reist im September 1988 mit dem Transitzug aus Berlin an und sieht dabei den Hamburger Hauptbahnhof zum ersten Mal in seinem Leben. Der größte Bahnhof der DDR war ja der Leipziger Hauptbahnhof. Der hat zwar deutlich mehr Gleise und auch eine größere Bahnhofshalle als der Hamburger Hauptbahnhof, aber zu DDR-Zeiten herrschte dort freilich ein ganz anderes Flair als zur selben Zeit auf einem Bahnhof in der BRD wie Hamburg. Die Romanfigur steigt hier also aus dem Zug, muss zur U-Bahn umsteigen und sieht dabei zum ersten Mal das, was wir jetzt sehen. U-Bahnhof Hauptbahnhof Süd, hier bin ich doch richtig zur U1. Dass es am Hauptbahnhof nicht nur zwei U-Bahnhöfe gibt, sondern der Südbahnhof obendrein faktisch auch nochmal aus zwei eigenständigen Tunneln und Stationen besteht, nämlich für die U3 und die U1, das weiß der ortsunkundige Protagonist in Konspirative Liebe bisher noch nicht. Auf der Karte seht ihr schon mal die 18,8 Kilometer lange Fahrt mit der U1 vom Hauptbahnhof über Jungfernstieg, Kellinghusenstraße, Ohlsdorf, Fuhlsbüttel nach Ochsenzoll. In echt dauert das 40 Minuten bis daraus. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 Stundenkilometer.
Die U1 ist mit 55,4 Kilometern und 46 Stationen die längste U-Bahnlinie Hamburgs. Sie beginnt im Norden, in Norderstedt, das ist noch ein kleines Stück weiter als Ochsenzoll. Dann geht es nach Süden, durch die Innenstadt und ein Stück weiter östlich, schließlich wieder nach Norden bis Volksdorf. Von dort führen zwei Äste dieser Linie weiter nach Großhansdorf in Schleswig-Holstein und nach Ohlstedt. Ohlstedt, Ohlsdorf, Ochsenzoll, da kann der Hamburg-Tourist schnell durcheinander kommen. Die Person aus Konspirative Liebe kennt sich aber mit Bahnen allgemein gut aus und wird sich natürlich nicht verfahren. Steigen wir also ein in die U1 nach Norderstedt-Mitte. Die Person aus Konspirative Liebe liest im Jahr 1988 allerdings noch Garstedt auf dem Zugzielschild. Die dahinter folgenden Stationen Richtweg und Norderstedt-Mitte wurden erst 8 Jahre später, konkret am 28. September 1996, eröffnet. Bis Garstedt fährt die U-Bahn bereits seit 1969. Nächster Halt, Kellinghusenstraße, Übergang zur U3. Seit dem Morgen des 11. Februar 2014 gibt es bei der Hamburger U-Bahn keine Abfertigungsansagen mehr. Kein Einsteigen bitte und kein Zurückbleiben bitte. Diese Ansagen gab es seit der Eröffnung der ersten Linie im Jahr 1911. Nun ist die Gepflogenheit Geschichte. Die Hochbahn meint, zu viele Leute würden das Zurückbleiben bitte nicht ernst nehmen und die Sekunden vor den Türen schließen noch zum Aufspringen nutzen. Jetzt gibt es nur noch das Warnsignal. Nächster Halt, Ochsenzoll.
Ochsenzoll. Der Zug hier fährt weiter in Richtung Garstedt. Bis zum Mai 1969 war in Ochsenzoll Endstation für die U-Bahn. Die knapp einen Kilometer messende Verlängerung nach Garstedt ging am 1. Juni 1969 in Betrieb. Früher sind hier auch mal Dampfzüge gefahren, von Januar 1918 bis Juli 1921. Den Bahnhof in der heutigen Form gibt es seit 1965. Wie wir bei der Einfahrt gesehen hatten, gibt es am Ostkopf eine große, fast schon eisenbahnverdächtige Abstellanlage. Etliche Züge setzen morgens in Ochsenzoll ein und abends wieder aus. Oben angekommen stehen wir auf der Langenhorner Chaussee. Hier sind wir bereits an der Nordgrenze von Hamburg. Die Straße verläuft in Süd-Nord-Richtung, nur noch wenige hundert Meter, dann wären wir im Bundesland Schleswig-Holstein. Aber noch kurz davor geht es in die Straße am Ochsenzoll. Hier sind wir jetzt an einem Nebenschauplatz des Romans Konspirative Liebe angekommen, der eigentlich rein zufällig nur ausgewählt wurde mit Hilfe von Google Earth. Ich selber war vorher noch nie hier. Ich sehe diesen Schauplatz jetzt live zum ersten Mal, obwohl die Handlung, die hier spielen soll, schon längst geschrieben ist. Was genau passiert, wird jetzt natürlich nicht verraten. Fakt ist, das Wetter ist deutlich schöner, weil das Ganze spielt sich im September ab, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und hier sollen sich zwei Personen treffen, von denen die eine dann nicht erscheint und die andere logischerweise umsonst hierher gefahren ist, in den Norden von Hamburg. Die eine Person, die um Roman dann umsonst hierher gefahren ist, die muss natürlich dann wieder zurück zum U-Bahnhof Ochsenzoll, weil auch diese Person mit der U-Bahn hierher gekommen ist, und dann wieder zurückfahren. Dasselbe werde ich jetzt tun und sage Tschüss mit noch ein paar Bildern vom U-Bahnhof und von der Rückfahrt. Das soll es gewesen sein in diesem Film von Berlin nach Hamburg Ochsenzoll.